So ist das. Vielen Dank. Lars Klingbeil ist bei uns. Herr Klingbeil, was können Sie einschätzen beim jetzigen Stand der Dinge? Wie würden Sie den jetzigen Stand der Dinge bewerten? Die SPD ist zurück. So, das ist das klare Signal des heutigen Abends. Wir waren vor ein paar Wochen abgeschlagen auf Platz 3. Wir hatten 13, 14, 15 Prozentpunkte und jetzt stehen wir auf 1. Und das ist etwas, wo wir uns sehr darüber freuen, dass die Wählerinnen und Wähler uns das Vertrauen schenken, dass 400.000 SPD-Mitglieder gekämpft haben in den letzten Wochen. Und darüber bin ich sehr glücklich. Aber das mit dem Platz 1 ist im Moment noch eine etwas gewagte These, denn wir haben, wenn wir es mal im Fußballvergleichen betrachten, noch nicht mal Halbzeit. Ja, aber wir sehen ja, dass der rote Balken hochgeht und dass der schwarze Balken sehr weit runtergeht. Also der Auftrag an Olaf Scholz, eine Regierung zu bilden, der ist ja eindeutig da. Die Menschen wollen, dass Olaf Scholz der nächste Kanzler dieses Landes ist. Aber wir haben noch nicht mal eine Hochrechnung um diese Uhrzeit, sondern wir haben Prognosen. Das heißt, es ist noch nicht eine einzige Brieffehlerstimme wahrscheinlich eingeflossen in die Zahlen, die wir da gesehen haben. Insofern ist Ihre These jetzt vielleicht doch ein bisschen kühn. Also wir freuen uns über den Rückhalt, den wir haben. Wir sehen, die SPD war vor ein paar Wochen noch auf Platz 3. Jetzt sind wir vorne. Das zeigen die ersten Zahlen, die jetzt veröffentlicht wurden. Und jetzt warten wir mal den Rest des Abends ab. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es klappt. Wie waren denn die Bewertungen, die es im Vorstand und im Präsidium gegeben hat zwischen 17 und 18 Uhr? Da lagen diese Zahlen ja durchaus auch schon vor. Da lagen ähnliche Zahlen vor. Wir haben uns gefreut. Alle haben sich bei Olaf Scholz bedankt, der einen fulminanten Wahlkampf geführt hat. Er hat die Partei gezogen in den letzten Wochen. 400.000 Mitglieder, die mit ihm unterwegs waren. Wir haben gesehen, die Plätze waren voll. Das Interesse an der Sozialdemokratie war da. Also wir haben uns gefreut. Wir waren dankbar und jetzt warten wir mal den Abend ab. Das ist ein knappes Rennen, das haben wir immer gesagt. Aber ich bin mir sicher, am Ende liegt die SPD vorne. Weil Sie die Prognosezahlen ebenso gefeiert haben, was würden Sie denn mit diesen Prognosezahlen für eine Regierung veranstalten wollen? Ich sage Ihnen, Herr Schärfer, heute wird ein bisschen gefeiert. Wir freuen uns über das Comeback der SPD und morgen werden wir in den Gremien beraten, wie es weitergeht. Formuliere ich es anders. Welche Koalitionsmöglichkeiten würden Sie denn unter den gegebenen Bedingungen, sofern Sie sich verfestigen, überhaupt für denkbar halten? Sie haben ja gerade darauf hingewiesen, wir müssen den Abend abwarten. Wir wissen noch gar nicht, welche Koalitionen möglich sind. Aber heute Abend wird gefeiert, morgen wird geguckt, wie wir eine stabile Regierung zusammenkriegen. Wir sehen uns morgen früh wieder. Also, vielen Dank für den Moment. Ich gebe zurück ins Waldstudio.